Gringo, se llama Gringo, oh, oh. Splendor the Gringo, oh, 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 oh. Sir, sir, sir. Ay carambo, liebe Leute, hier ist der Gringo mit Jack Orlando, a Cinematic Adventure. Bevor es jetzt weitergeht, wir haben jetzt unsere Sachen übrigens alle wieder, hier könnt ihr mal schauen. Tolle Sachen wie ein Flaschenhals, immer noch der Zigarettenstummel, Bananenschale, ein zerbrochenes Bierglas, ein Zeitungsstück. Ganz irre, ganz irre. Also wir sind gewappnet. Uns kann eigentlich gar nichts mehr passieren, jetzt können wir MacGyver spielen. Ja, heute ist bedauerlicherweise die letzte Folge von Jack Orlando. Jetzt wird sich der eine oder andere wundern, oh, hat er keine Lust mehr? Nein, er hat noch Lust. Aber das Spiel ist dann vorbei. Ja, es ist so. Es sind leider nur 11 Folgen rausgekommen. Tut mir wahnsinnig leid, aber ist halt so. Wobei, hat auch Vorteile. Wenn ein Spiel vorbei ist, ist es die Chance, ein nächstes Spiel zu machen. Und ich habe mir überlegt, als nächstes Spiel werde ich The Raven machen. Vermächtnis des Meisterdiebes. Oh ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das toll findet, dass jetzt vorbei ist mit Jack Orlando. Dass ihr sagt, oh schade, ich hätte ja nur noch mehr davon gesehen. Oder ein Glück, jetzt hört er endlich mal auf zu sabbeln. Um das rauszukriegen, bin ich heute meine Fußgängerzone gegangen und hatte mich mal umgehört, was so der eine oder andere dazu sagt. Und ich hatte mich davor ab schon mit jemandem unterhalten und ich fasse mal zusammen, was dabei rauskam. Ja, ich habe gehört, du bist Minecraft-Spieler. Ich hatte mal eine Frage. Was sagst du dazu, dass Jack Orlando, dass heute die letzte Folge da ist? Was sagst du dazu? Tja, liebe Leute. Sowas ist passiert. Ich habe mir das jetzt nicht ausgedacht. Nein, es war wirklich eine Live-Aufnahme. Natürlich nicht. It's a prank. So, trotz alledem, jetzt hinaus mit uns. Wir wollen ja mal hier zum Schluss kommen. So, Dele. Und wie gesagt, wir haben ja nun alles und machen uns auf den Wege zu diesem Hauptgebäude. Und da gehen wir mal rein. Was war das für ein Geräusch? Als ob ein Auto ganz schnell vorbeigefahren ist. Da wollen wir nicht lang. Wir gehen weiter in diese Richtung. In der Kantine waren wir ja schon. Da saß ja nur so ein komischer Typ drin. Oh. Man sieht, dass er hier immer noch hin und her läuft. Jetzt kommt was ganz Komisches. Es gibt doch so diesen Befehl, hab 8. Den kennt ja der eine oder andere bestimmt. Und jetzt guckt mal über meine Schulter. Seht ihr das? Genau, er hat 8 und er passt auch auf die 8 auf. Nein, natürlich nicht. Entschuldigung, ich habe heute den Clown gefrühstückt. So, weiter geht es. Wir wollten ja, wie gesagt, zum Hauptgebäude. Hier waren wir auch schon. Hier hatten wir diesen MP-Helm geholt, also diesen Helm von der Militärpolizei, mit dem wir natürlich auch nichts anfangen können. Aber egal. So, nun geht's nach links. Ach, diese Musik, also, die gefällt mir gar nicht. Gut, okay, sie passt jetzt so zum Militärzeug hier, aber trotzdem, ich hätte da ein bisschen was anderes erwartet. Egal, das sind Sachen, die sage ich noch, wenn das Spiel vorbei ist, so, dann nenne ich so einige Sachen, wo ich dann ein bisschen mecker oder so. Schauen wir mal. So, wenn wir mal den Kollegen hier ansprechen. Kollege Schnürschuh. Guten Tag, Sir. Kannst du gut schießen, Soldat? Natürlich, Sir! Vielleicht jagen wir am Samstag gemeinsam. Ich darf die Kaserne nicht verlassen, Sir! Vielleicht kann ich da etwas regeln. Es hängt davon ab, was Sie jagen wollen, Sir! Was meinst du? Falls Sie kein guter Schütze sind, Sir, empfehle ich, am Anfang Kühe zu jagen. Halt die guten Ratschläge für dich. Ich werde dem Diensthabenden berichten, wie die Wache mit Vorgesetzten spricht. Aber Sir, ich wollte Sie nicht. So können Sie mit mir nicht umspringen. Auf Wiedersehen, Sir. Okay, wir gehen jetzt Kühe jagen. Ja, das machen wir.
Mit der Antwort hat jetzt nicht gerechnet. Nein, wirklich nicht. Weil ich hatte vorhin, als ich gespielt hatte, das andere angeklickt. Aber das ist ja nun genial. Ja, dann gehen wir rein. Haben Sie einen Passierschein? Haben wir. Einen schönen Tag noch, Sir. Gehe ich also auf Kühe schießen. Oh, ich sehe schon da was. Da packt mich gleich die Sammelwut. Gib her, gib her. Mein Schatz. Oh Gott, ist das eine Menge Zeug. Flasche, klasse. Wir haben eine Flasche. Und wofür haben wir sie? Für nichts. Einfach zum Tragen. Oh, was haben wir denn hier? Die Tür zum Büro des Colonels. Okay. Ich mag diesen Typen nicht. Wo Solani mit ihm geredet? Major, was haben Sie vor? Worum geht es Ihnen? It's a prank, it's a prank. Nee, wir reden mal mit ihm, würde ich sagen. Kann ich Ihnen helfen, Major? Haben Sie Probleme? Guten Tag, ich suche Colonel Williams. Es tut mir leid, der Colonel ist vor 15 Minuten weggefahren. Vor 15 Minuten, sagten Sie? Vielleicht vor 20 Minuten. Was ist denn das für eine Antwort? Da haben Sie recht, wo kann ich ihn finden? Darf ich auf ihn warten? Wollen Sie hier 5 Tage warten? Oh. Ich verstehe nicht. Der Colonel ist zum Truppenübungsplatz gefahren, um die Übung zu überwachen. Er kommt in frühestens 5 Tagen zurück. Sonst noch etwas? Nein, das ist alles. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Major. Schauen Sie in der nächsten Woche vorbei. Tja, Leute, das bedeutet für uns, wir machen jetzt 5 Tage Pause. Nein, natürlich nicht. Weiter geht es. Ach, was ist denn heute los mit mir? Ich glaube, mein Kaffee macht mich heute irre. Und wir gehen mal hier rein, um noch irrer zu werden. So, mal ein bisschen umsehen. Für mich ein großes Rätsel. Es ist die Telefonanlage. Der Typ ist verantwortlich für die Anlage. Mhm. Die Übersicht der Umgebung, nehme ich an. Jack, und dazu musstest du so dicht dran gehen. Du brauchst doch nicht etwa eine Brille? Irgendeine technische Dokumentation. Okay. Ein Schrank. Ein Schrank voller Telefonbücher. Okay. Moment mal, er sieht durch die Tür, dass da Telefonbücher drin sind. Respekt, Jack. Respekt. Ob ich in diesem Buch meine Telefonnummer finde? Ich weiß nicht. Nehmen wir es einfach mal. Einfach mal nehmen. Ah, das ist die Telefonnummer von Tom. Okay. Und schön, dass er wieder so eine tolle Stimme hat. Mann, 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 Mann. Ja, dann reden wir mal mit dem... mit der Telefonistin. Guten Tag, Sir. Wie ist die Verbindung mit der Außenwelt? Sir, ich melde, dass alles in Ordnung ist. Wirklich? Ich bin anderer Meinung. Ich verstehe nicht, Sir. Anstelle des Colonels höre ich die Sekretärin und ihren Friseur. Es muss einen Kurzschluss in der Leitung geben, Sir. Das prüfe ich gleich nach. Ja, und während der weg ist, machen wir mal was. Wir greifen uns dieses hängende Kabel hier und stecken das Gleis gleich rein. Gleis vor allen Dingen. Und warum haben wir es reingesteckt? Weil es ein Stecker ist. Genau. Komm, wir telefonieren mal. Inspektor Rogers, guten Tag. Tom? Hallo Alter, hier spricht Max. Max, ich freue mich, dass du anrufst. Hast du Sehnsucht nach mir? Och nee. Nicht nach dir. Du siehst vielleicht blass aus, aber grün ist mir lieber. Wie, sieht er ihn jetzt hier oder wie? Ah, okay.
Statt dich zu sehnen, komm einfach her und hol deinen Anteil ab. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Scaletti so schnell die Gehaltsliste vorbereitet. Scaletti macht alles schnell und das ist sein Trumpf. Ich warte auf dich. In Ordnung, ich komme bald. Auf Wiedersehen. Ist ja schon seltsam. Normalerweise verabreden die sich an irgendwelchen Orten, wo kein Mensch ist oder wo es nicht auffällt. Und jetzt komm doch mal in eine Kaserne und hol dein Geld ab. Ey, was soll ich dazu sagen? Und zwar sage ich dazu, raus mit uns. Ja, da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Und jetzt gehen wir einfach ins nächste Gebäude. Warte mal. Ja doch, man muss ein bisschen fusselig da hinten rein. Da müssen wir rein. Jawollo. Ist ja das der Kollege und arbeitet jetzt. Keine Mütze auf. Sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Und wir schauen uns mal wieder um. Ach, Georgie. Washington. Sieht aus wie Amerika. Okay. Ich habe mich schon immer gefragt, welcher dieser Sterne für Ohio steht. Ja, Jack, kann ich dir sagen. Der 17. Stern. Jawohl, der 17. Stern. Das weiß ich nämlich ganz genau. Nicht, weil ich so schlau bin. Nein, weil ich gegoogelt hatte. Google macht schlau. Und Ohio nennt sich der, wie wird das genannt? Der Rosskastanienstaat. Ja, so nennt man den. Ein Aktenschrank. Stimmt. Die Ventilation. Stimmt. Irgendeine Informationstafel. Auch da hat der Jack recht. Er hat recht. Irgendwelche Militärkäseblätter. Stars und Stripes? Jawohl, Sterne und Streifen. Okay, nutzt alles nichts. Wir müssen hier Blabla machen. Und zwar mit der Lady in Red. Guten Tag, Major. Ich habe leider Ihren Namen vergessen, Sir. Unwichtig. Sagen Sie Major Stewart, dass eingebrochen wurde. Einbruch? Was für ein Einbruch? Wovon sprechen Sie, Major? Ein Unbefugter brach in das Lager Nummer 2 ein. Ein Einbruch? Das ist unmöglich. Die Kaserne ist so gut überwacht, Major. Falls Sie es nicht glauben, dann gehen Sie dahin und prüfen es. Regen Sie sich nicht auf, Sir. Ich rufe gleich Major Stewart an. Keiner da? Hallo Major Stewart. Guten Tag, Julia Hanks. Wir haben ein kleines Problem. Was ist passiert, Fuller Hanks? Man hat mir einen Einbruch im Lager gemeldet. In welches Lager? Mit Waffen? Nein, in das Lager Nummer 2. Werden Sie sich darum kümmern? Aber klar. Ich schreibe nur das hier zu Ende und dann beschäftige ich mich damit. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Major. Ja, super. Ich schreibe gerade ein Buch. Das muss ich erstmal fertig schreiben. Und danach kümmere ich mich um diese Geschichte. Klasse. Ha. Julia Hanks, was sollte sagst du dazu? Sollte die nicht am Herd stehen? Nochmal. Sollte die nicht am Herd stehen? Und nochmal. Sollte die nicht am Herd stehen? Auweia. Und nun kommt der Aufschrei der Frauenwelt. Und zu Recht. Wobei, nein, ich halte meinen Mund. Der Funker. Hat ja hervorragend geklappt, die Ausrede. Ja. Und wir verschwinden hier. Wir gehen wieder raus. Und gehen wieder hier zurück. Tada! Das Zimmer ist leer. Ja, greifen können wir ja immer noch nichts hier. Was wir nicht angucken können, können wir auch nicht greifen. Nö, wir können gar nichts machen. Aber wir können hier rein. Und das machen wir auch. Das ist mein Mann. Wie darf ich das verstehen, dein Mann? Mal sehen, ob sich die Stimme von Jack Orlando ändert, wenn wir ihn ansprechen. Oder wollen wir ihn erst bedrohen? Nein, den bedrohen wir mal lieber nicht. Soviel ich weiß, waren wir nicht verabredet, Mister. Ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen, Colonel. Nein, ich bin jetzt beschäftigt. Diese Angelegenheit kann nicht warten, Colonel. Ich sagte bereits, ich bin beschäftigt.
Sie werden mir nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Sie werden Ihre Gewohnheiten ändern müssen. Was erlauben Sie sich? Wie sprechen Sie mit einem hochrangigen Offizier? Oh, weia, 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 weia. Ich habe keine Zeit für Höflichkeitsfloskeln. Es geht um Leben und Tod. Was soll das alles? Wer sind Sie? Jack Orlando, Privatdetektiv. Wir sollten keine Zeit mit Nebensächlichkeiten verschwenden. Das ist aber keine Kleinigkeit, Mr. Orlando. Und woher haben Sie überhaupt diese Uniform? Ja, haben wir die vom Großvater oder von seiner Frau, die Schneiderin ist? Weder noch. Ich musste sie leider aus dem Armeelager nehmen. Sie sind in das Lager eingebrochen? Ich rufe sofort die Wache. Ich habe wenigstens nur die Uniform genommen. Ich verstehe nicht. Ich erkläre Ihnen alles. Wie lange kennen Sie Major Stewart? Lange genug. Ich verstehe immer noch nichts. Ich werde mit offenen Karten spielen. Höchste Zeit. Sie haben sicher von der Ermordung Pete Reynolds gehört. Natürlich, das war mein Mitarbeiter. Worauf wollen Sie hinaus? Ich erkläre Ihnen gleich alles. Ich bin ganz zufällig in diese Sache reingerutscht. Und alle Spuren führen hierher. Könnten Sie sich klarer ausdrücken? Selbstverständlich kennen Sie sicher den Begriff Defraudation. Natürlich, aber worum geht es? Defraudation heißt so viel wie Unterschlagung. Falls es jemand wissen möchte. Aber was antworten wir jetzt? Am besten gleich das Erste. Unter Ihrer Aufsicht handeln Ihre Leute mit Waffen. Sie sind verrückt, Orlando. Leider bin ich nicht verrückt. Das sind Tatsachen und dahinter stehen konkrete Namen. Zum Beispiel? Major Pete Reynolds. Es ist ziemlich einfach, einen Toten zu belasten. Aber Major Stewart erfreut sich bester Gesundheit. Was wollen Sie unterstellen? Ich bitte Sie. Ich verstehe Ihre Reaktion. Ich habe vermutet, dass Sie so reagieren. Letztendlich sind Sie ein Detektiv. Eben. Ich wiederhole. Stewart hat gestern Nacht Waffen an einen gewissen Scaletti verkauft. Meine Geduld ist zu Ende, Mr. Orlando. Ich denke, die Dokumente, die ich Ihnen gleich zeige, werden Sie interessieren. Wo hat er die her? Hä? Unglaublich. Großer Gott. Ich traue meinen Augen nicht. Ach so, bei Scaletti hat er die, glaube ich, geholt. Ihr habt die Mappe. Ja, ich glaube, ja. Hallo, Zentrale. Geben Sie mir schnell den diensthabenden Offizier. Schicken Sie mir 2 bewaffnete Soldaten. Wir müssen Major Stewart verhaften. Nein, Sie haben richtig gehört. Ja, sofort. Ich warte. Eieieiei. Schau mal, Max. Wen haben wir denn da? Was für ein nettes Treffen. Alle komplett. Ich wusste nicht, dass du Major geworden bist, Jack. Nun, alles ändert sich. Ich habe auch nicht gewusst, dass du lediglich $500 wert bist. Viel, sehr viel. Das war nur eine Anzahlung. Stewart, wie konntest du? Major Stewart. Nicht mehr. Du wirst verurteilt und degradiert. Da habe ich meine Zweifel. Es gibt keine Zeugen, somit gibt es keine Tat. Ich verstehe nicht. Wahrscheinlich wollen sie uns töten. Na bitte, das ist mal wieder ein klassisches Beispiel für die falsche Schlussfolgerung eines Privatdetektivs. Falsche? Selbstverständlich, der Colonel wird getötet und du bekommst einen harten Schlag auf den Schädel. Auf der Waffe findet man deine Fingerabdrücke und die Polizei überführt dich als Mörder. Der Colonel wird mit allen Ehren beigesetzt und du kommst für den Rest deines Lebens hinter Gitter. Ist der Plan nicht fantastisch? Na sag schon, Jack. Mein Lob für den Einfall mit dem Telefon. Leider hat jede Wurst 2 Enden. Soll das heißen, dass Stewart dich später angerufen hat und... Und alles ist klar geworden. Wie du siehst, ist deine Situation mehr als hoffnungslos. Major Stewart. Ich höre, Colonel. Stimmt es, dass Pete darin verwickelt war? Er konnte sich nicht entscheiden. Jetzt hat er genug Zeit, um nachzudenken. Du Schurke! Du verdammter Betrüger! Dafür wirst du bezahlen! Regen Sie sich nicht auf, Colonel, sonst bekommen Sie einen Schweißausbruch. Hör mal, Tom. Hast du den Mord an Bellinger veranlasst? Mit fortschreitendem Alter wirst du immer geschwätziger, Jack. Haben Sie, Colonel, einen letzten Wunsch? Vielleicht eine Zigarre? Du weißt, dass ich nicht rauche, Stewart. Ich garantiere Ihnen, dass Sie nicht wegen Lungenkrebs sterben werden. Man darf nie sicher sein, Stewart. Bam! Keine Bewegung oder ich schieße! Hände hoch! Und ganz ruhig. Wird auch langsam Zeit. Entschuldigen Sie, Colonel. Wir waren noch mit dem Einbruch in Lager 2 beschäftigt. Er ist der Einbrecher. Hast du noch etwas zu sagen, Stewart? Schöner Anblick, Colonel, nicht wahr? Oh ja, wirklich schön. Am besten gefallen mir Ihre dummen Gesichter. Diese Visagen sehen sehr erheiternd aus. Ich sagte doch, Stewart, nichts ist sicher. Alles ändert sich, Colonel. Alles. Zu den Änderungen entschuldigen Sie bitte, dass... Nicht der Rede wert, Colonel. Gute Arbeit. Wären Sie ein Soldat, dann würde ich Ihnen einen Orden verleihen. Eine Uniform habe ich schon. Sehr gut. Sie dürfen sie als Geschenk betrachten. Danke sehr. Es wird mich an das gute Ende einer unguten Angelegenheit erinnern. Ich möchte mich noch einmal bei Ihnen bedanken.
Mr. Orlando. Ja, Colonel. Ich bin in Ihrer Schuld. Nicht der Rede wert. Ich weiß. Ich lade Sie zum Abendessen bei mir ein. Vielleicht am Samstag? Ich fühle mich geehrt. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Übrigens, mögen Sie Fische? Ich mag sie sehr. Für Lachs würde ich meinen Hut abgeben. Dann weiß ich, was ich kochen werde. Ich freue mich bereits auf Ihren Besuch. Ich habe es ganz vergessen. Rufen Sie bitte den Oberinspektor an. Den Oberinspektor? Ja. Und sagen Sie ihm bitte, er soll hierher zur Kaserne kommen und Elizabeth aus meiner Wohnung abholen. Elizabeth? Wer ist Elizabeth? Das ist die Frau, die mir geholfen hat, diese Geschichte unbeschadet über die Bühne zu bringen. Klar, ich rufe ihn gleich an. Und vergessen Sie das Abendessen am Samstag nicht. Das ist wirklich tolle Arbeit, Mr. Orlando. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet, Mr. Orlando. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Drei, vergessen Sie bitte Scarletti nicht. Richter Täter wird viel zu tun haben. Täter. Ich gratuliere Ihnen. Einfach hervorragend. Richter Täter. Tate heißt der. Tate. Endlich ist es vorbei. Nun hast du etwas Zeit. Du könntest mich auf einen Kaffee einladen. Mit Vergnügen. Den mache ich sogar selbst. Da fällt mir ein, ich habe eigentlich gar keinen Kaffee. Ich weiß schon, wir gehen zu mir. Es ist aber klar, wenn was ist, schlägst du auf der Couch. Aber sicher doch. Ja, ein bisschen leise jetzt die Stimme gewesen zum Schluss. Nicht wundern, dass zwischendurch jetzt beim letzten Filmchen diese Geräusche war oder diese zwei, drei Geräusche leider nochmal Hustanfälle bekommen. Ich dachte, wäre vorbei, aber immer noch nicht. Tja, Jack, du hast deine Sache gut gemacht. Aber der Publisher, beziehungsweise auch, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, dass jetzt synchronisiert wurde. Es gibt einige Mängel an diesem Spiel, muss ich ehrlich sagen. An sich ist das Spiel ja toll. Und wie soll ich sagen? Aber es liegt eigentlich daran, dass die Musik so genial ist. So wie jetzt zum Beispiel. Ein schönes Lied. Und genau das macht ein Spiel aus, wenn die Musik einfach toll ist. Also für mich jedenfalls. Die Stimmen müssen passen, das Spiel an sich muss geil sein, aber man kann Abstriche machen bei so einem Spiel, wenn jetzt da irgendwas anderes ist, was genial ist. Und von der Musik her ist es genial. Bis wir das Militärgelände betreten haben. Da war vorbei mit genial. Schade, schade, schade. Da wäre mehr drin gewesen. Was wunderbar ist bei diesem Spiel, wie eigentlich bei allen Spielen, wo es so möglich ist, dass man einstellen kann, ich möchte lieber in leichte Version, ich möchte lieber in einer schweren Version spielen. Dass man das selber aussuchen kann. Nicht, dass das heißt, du musst. Nee. Was ist noch nervig? Dieser Stimmwechsel. Jack Orlando. Es kann doch nicht sein, dass Jack Orlando mehrere Stimmen hat. Also mindestens zwei. Vielleicht waren es ja drei Stimmen. Ich weiß das nicht. Das muss doch möglich sein, irgendjemand zu finden, der das durchweg synchronisieren kann. Sollte derjenige zwischenzeitlich verstorben sein und euch ist mal was eingefallen zum Synchronisieren, dann macht diese ganze Synchronisation bitte neu. Einfach neu machen oder ja nicht synchronisieren. Ja, aber so geht's ja nun nicht. Was mag ich noch nicht an diesem Spiel? Diese Sammeln ist ja toll irgendwo, weil es bringt immer ein bisschen Action ins Spiel, auch wenn es ja nur ein Klick ist im Grunde genommen. Aber so viel Sachen aufzusammeln und keine Verwendung dafür zu haben, nee, Leute, das muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Ja, trotz alledem ist es wirklich schade, dass dieses Spiel vorbei ist. Und ich danke auch alle Zuschauer, die sich das angesehen haben und eventuell auch ein Däumchen hoch gegeben haben. Noch besser, Däumchen hoch und einen Kommentar. Wie zum Beispiel Mickey Biff. An dich einen ganz großen Dank, dass du regelmäßig geguckt hast, immer wieder mal einen Kommentar geschrieben hast. Wenn ich jetzt Militärangehöriger wäre, ich würde dich jetzt ernennen zum Leutnant. Das ist doch schon mal was, oder? Ja, und an dieser Stelle bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer... Danke!